Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Dies wird eine One Week with Me, denn ab morgen werde ich mit Lisa und Tassia in den Urlaub fahren mit den Pferden. Und zwar geht's nach Cuxhaven. Und ja Leute, ich freue mich schon richtig darauf, aber muss die Sachen jetzt noch alle einpacken und es ist schon relativ spät. Es ist nämlich schon 19.55 Uhr und wie ihr mich kennt, ich mache den ganzen Tag nichts und abends muss ich dann in den Stall und alles noch richtig schnell packen. Ich bin einfach gespannt, wie die Woche wird. Ich glaube, es wird alles richtig cool werden. Chaotisch. Ja, sehr chaotisch, aber... Ich denke, richtig cool. Ich probiere, so viel wie es geht mitzunehmen. Aber ich denke, ich werde nicht jeden Tag ein Video machen, weil das dann immer zu kurz wird und ich möchte halt lange Videos machen. Dann würde ich sagen, let's go. Ich bin so unmotiviert. Wir müssen Heune stopfen, einstreuen, die Sättel da rein tun, trensen. Voll gut, dass ich mir eine Packliste zu Hause geschrieben habe und die nicht dabei habe. Ja, jetzt hole ich einfach eine Karre, tue da dann alles rein und... Leute, das ist einfach so geil. Ich habe jetzt auch einfach auf Instagram 10.000 Abonnenten. Also wenn ihr mich da noch nicht kennt, dann schreibe ich euch hier nochmal meinen Instagram-Namen hin. Dann müsst ihr mal vorbeischauen. Einfach diese Zahl, das sieht einfach so geil aus. Und eigentlich das Wichtigste war mir einfach nur, dass man jetzt diesen Swipe up machen kann. Das kann man einfach ab 10.000 Abonnenten machen und das wusste ich immer vorher nicht. Das ist einfach nur geil. Meine Stiefel, wo ich aber diesen Überzug verloren habe. Jetzt kommt hier noch mein sexy Animalon-Set. Ich zeige euch die Bürsten gleich nochmal im Schnelldurchlauf, weil die einfach so schön sind. Jetzt habe ich noch für die Weide eine Fliegendecke, die Pferdepässe. Und Leute, jetzt kommt einmal kurz was ganz Wichtiges, was ich euch die ganze Zeit zeigen möchte. Also Leute, wie ihr sehen könnt, ist seine Farbe Palomino und auch seine Rasse Palomino. Das steht hier in seinem Equine Pass drin und der lügt nicht. Nein, aber das ist wirklich so. Also ihr glaubt mir das ja immer nicht, aber das ist seine Rasse und auch seine Farbe. Weil ich glaube, die meisten denken immer, ich bin irgendwie bescheuert, dass ich immer sage, das ist auch seine Rasse. Aber ich mir auch so denke, was soll das überhaupt für eine Rasse sein? Also mega komisch, aber steht auf jeden Fall so im Pass drin und ja, das ist der Beweis. Dann tue ich hier noch die Trensen rein und natürlich das Vorderzeug. Einmal den Dressursattel. Schabracken nehme ich ja auch noch mit von zu Hause. Was meint sich alles auf Longe? Bongo? Es gibt nur zwei Sachen. Longe. Orange und Longe. Also. Oh. Wirklich der beste Weg, seine Sättel zu transportieren. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. In einer Dreckskarre, wo man die Scheiße drin ist. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Die Pferde stehen in der Zeit noch auf dem Paddock. Das Wetter ist nämlich jetzt mega schön und am Tag ist es einfach immer viel zu heiß. Ich kann euch jetzt erstmal kurz sagen, was hier jetzt noch so drin ist. Also hier sind ein paar Gärten drin, dann diese ganz normalen Sachen wie dieser Besen und diese Schippe für die Apple. Die sind hier einfach drin, weil die in jedem Anhänger eigentlich drin sind, der eine Sattelkammer hat. Dann einen mitnehmbaren Tritt, den ich irgendwie noch nie benutzt habe, mich irgendwie jedes Mal irgendjemand draufschmeißt, aber ja, keine Ahnung, falls man mal irgendwie niemanden hat, der einen draufschmeißen kann, dann kann man den benutzen. Dann habe ich hier eine Bürste drin, eine Wurzelbürste. Die ist eigentlich auch ganz praktisch, falls nochmal irgendwas an dem Bein ist und zum Beispiel man Gamaschen dran macht, nachdem man erst die Dressur hatte und dann, ja, habe ich die hier einfach mal drin. Dann ein Heunetz, was wir gleich noch stopfen müssen. Eine Decke und da frage ich mich halt, wieso ist die da drin? Ich tue die jetzt erstmal da hinten hin, falls einmal kalt ist. Und diese Bandagen hier, die nehme ich raus, weil die sind einfach super unnötig und mega dreckig schon. Die muss ich mal waschen. Und dann habe ich hier noch Lederpflegetücher, einfach ganz schnell vorm Turnier, dass man die dann noch eben schnell drauf machen kann. Dann noch einen Hufkratzer. Und dann tue ich jetzt als allererstes die Sättel hier rein. Boah, ey. Dann einmal der Dressursattel. Dann habe ich hier jetzt meine Trensen. Und jetzt die Springtrense mit Vorderzeug, die ich wahrscheinlich eh die ganze Zeit benutzen werde. So, dann mache ich weiter mit meinen Stiefeln. Mega fail, ich habe halt einfach diese Stiefeltasche dafür verloren. Ist natürlich echt nicht so geil, aber was soll man machen? Und dann habe ich noch eine Longe, die kann man ja immer gebrauchen. Dann habe ich hier die Pferdepässe, die tue ich jetzt einfach hier rein. Ich würde die eigentlich nicht hier rein tun. Aber weil ich jetzt kein Auto habe und keine andere Tasche, tue ich die hier rein und ich schließe den, also die Sattelkammer gleich auch ab. Also können die auch nicht geklaut werden oder so. Dann habe ich hier noch meine zwei Gärten, die einfach komplett unnötig sind, weil ich hier schon 40 Gärten drin habe. Aber egal, ich tue die trotzdem einfach dazu. Vielleicht gehört eine sogar noch Tassia oder sowas.
Und wenn die anderen zum Beispiel Gärten vergessen haben, dann habe ich auf jeden Fall noch viele da. Dann habe ich ein Schweißmesser, noch einen Leckstein. Mal meine... Oh mein Gott. Ja, danke. Ich benutze immer die Horslicks-Lecksteine, weil mich immer so viele fragen, was für einen Leckstein ich benutze bei Gollum, wenn er sich zum Beispiel hinlegt. Und ich finde die halt mega super und meine Pferde fahren da mega drauf ab. Ich weiß natürlich nicht, was bei euren Pferden der Fall ist, aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Und wie ihr sehen könnt, ist er auch schon ziemlich leer. Ich hoffe, Horslicks sieht das Video. Unbezahlte Werbung, nein, weil ich wirklich überzeugt davon bin und die Pferde sich so gut dabei hinlegen und die mögen das auch echt gerne. Aber man sollte auch nicht zu viel davon geben, weil da auch Zucker drin ist und so. Horslicks das sieht, sollen die mal ein paar rüberwachsen lassen. Nein. Also die sind echt nicht teuer, die kosten 6 Euro oder so. Und am Anfang kann ich die auch nicht und dann haben wir die immer von unserem Hofbesitzer geschenkt bekommen an Weihnachten. Mega süß. Seitdem lieben die Pferde die einfach. Jetzt zeige ich euch mal kurz meine Putztasche, was da alles drin ist. Ich habe nicht aufgeräumt, Leute, es tut mir leid. Was ich hier drin habe, ist Efax Lederkombi. Damit kann man dann die Sättel wieder sauber machen, wenn die dreckig werden, besonders halt im Watt oder so. Ganz wichtig noch, Fliegenschutz und alles ist hier in einem. Fliegenschutz, Bremsenschutz, Zeckenschutz, alles in einem. Ist mega gut. Und dann habe ich hier jetzt einfach noch meine paar Bürsten drin. Dann meine Gamaschen, die habe ich jetzt auch noch nicht so mega sauber gemacht, aber die werden halt eh mega dreckig wieder im Schlamm werden. Da drauf kommt dann das beides. Ein Schweißmesser und mein Helm. Dann noch Equimühl, das ist damit Gollum sich nicht scheuert. Er ist doch schon bescheuert. Dann habe ich hier meine niegelnagelneuen Bürsten. Die sind so, so schön, Leute. Ich freue mich schon, wenn ich die benutze, aber ich wollte die mir bis zum Urlaub jetzt aufsparen. Die sind richtig geil, Leute. Die kann ich echt empfehlen, weil die sind so dreigeteilt und geil einfach. Auf jeden Fall habe ich da so ein ganzes Bürstenset von, aber das lasse ich jetzt hier drin, damit die nicht so schnell dreckig werden wie bei den ganzen anderen Sachen. Dann noch eine Fliegenmaske, die... Setz sie mal auf. Hi, ich sehe aus wie ein Imker. Hallo. Und dann noch seine altbekannte, geile, pinke Fliegendecke. Die ich aber nicht so gerne drauf mache, weil ich Angst habe, dass sie dann auch so schnell dreckig wird, was einfach mega dumm ist, weil dafür hat man sie ja eigentlich gekauft. Jetzt schließe ich die Sattelkammer hier noch ab. Jetzt kann hier auch niemand mehr rein. Na? Na? Wie sieht es aus bei dir? Hm. Oh, wer war alles, Babe? Das ist echt fett, oh mein Gott. Aber für zwei Häuser ist, weißt du? Für die ganze Fahrt. Ja, okay, geht. Aber ich schwöre, das wird leer sein am Ende. Leute, das ist so geil, dass ihr da hinfahrt. Ich feiere das richtig krass. Ich bin aber gerade auch richtig unmotiviert und müde. Diese Nacht einfach, soll ich dir sagen, ich meinte doch zu dir, ich will schnell schlafen, ne? Ich bin nicht geschlafen. Ich bin bis 3 Uhr nachts wach geblieben und hab so eine Serie geschaut. Es war zu schlimm. Und das musst du machen bitte, Tom. Ich kann das nicht da reinheben. Jetzt werde ich schon zum Stallburschen. Du könntest in den Stallburschen-Kalender. Like für diejenigen, die den kennen. Ein Stallburschen-Kalender? Ja. So, Leute. Jetzt macht er das fette Reiners-Rhyme. Oh mein Gott. Es ist halt so schlimm, wenn man klein ist. Ich sag's euch. Oh mein Gott, ey. Was sagt man dazu? Doch nicht, super. Steht das so in der Anleitung? Ja. Mir ist so heiß. Ich muss raus. Ich kann nicht mehr, ey. So. Das war zu anstrengend. Ach, das Schlimmste ist geschafft. Ist jetzt alles fertig. Heunert. Späne gut verteilt. Bekommen die dann morgen halt noch Futter rein, ne? In die Eimer. Jetzt hole ich noch die Pferdchen rein und wir sehen uns schon morgen früh wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, Leute. Wir sitzen schon im Auto. Mein Papa fährt uns übrigens. Dann verladen wir nur noch Barney. Da müssen wir noch eben kurz hinfahren.
von Tasse das Pferd und dann zur RFO und da laden wir dann Gollum auf. Yes! Die Pferdchen sind jetzt auch schon verladen. Gollum ist hinter diesem fetten Heunetz. Man kann ihn gar nicht sehen. Ah, von hier kann man ihn sehen. Jetzt gleich geht's los. Barney frisst hier das ganze Heunetz ab und Gollum frisst irgendwie gar nichts. Wir sind jetzt gerade schon unterwegs. Und die Pferde sind hinten drin. Die sind auch super raufgegangen. Und ja, jetzt sind wir schon so halbe Stunde oder so sind wir jetzt schon unterwegs. Und ich habe mir jetzt überlegt, noch zwei Paketchen auszupacken. Also zwei kleine Briefe. Als allererstes diesen Brief. Ich bin sehr gespannt, was da drin sein wird. Ah, geil. Schau mal, ich habe sowas bekommen. Das bin ich. Hinten steht drauf, sorry, ich kann nicht so gut malen. Aber das ist wirklich sehr süß. Darüber freue ich mich ja sehr. Schon ein sehr süßer Brief auf jeden Fall. Und jetzt habe ich hier noch so ein anderes Paketchen. Das packe ich jetzt auch nochmal mit euch zusammen aus. Du bist die allerbeste YouTuberin der Welt. Ich bin ein großer Fan und gucke alle deine Videos. Sehr, sehr süß. Und hier steht dann noch so groß Keller. Und Apfelleckerlis für Valentine und Gollum. Wie süß, so kleine Leckerlis. Das ist ja mega toll. Darüber freue ich mich wirklich richtig dolle, Leute. Die Textmarker sind für dich. Hier sind noch so süße Textmarker mit Einhörnern drauf drin. Oh, Leute, ihr seid so, so süß. Wirklich. Ich glaube, die Woche wird richtig cool werden. Ich nehme euch so viel, wie es geht, auf jeden Fall mit. Wir sind angekommen. Den Pferdchen geht's gut. Und Gollum mache ich jetzt die Abschwitzsäcke ab, weil er war halt nass und dann hatte ich Angst, wenn es dann so zieht auf der Autobahn oder so. Genau. Dann habe ich die lieber dran gemacht, aber ich mache die jetzt ab, damit er nicht schwitzt, weil es ja echt warm noch ist. Yes. Die Pferde stehen jetzt schon in ihren Boxen. Da ist Bert, Barney und Gollum. Ah, Gollum. Oh. Ich glaube, denen geht's ganz gut. Ist auch schön mit den Fenstern hier und so. Erstmal scheuern oder was? Und richtig lustig, die beiden haben hier einfach so eine Tür. Das kann man irgendwie fast gar nicht sehen. Warte, von der anderen Seite vielleicht? Hier so ein Fenster noch zu sich. Hello. Können Sie sich auch anschauen? Was? Noch schlimmer. Machst du so YouTube-Videos? Kriegt ihr es hin? Nein! Das hier ist die Sattelkammer. Da ist jetzt schon mein Dressursattel, da kommt gleich mein Springsattel hin. Lisas Sattel. Da unten. Oh, da. Ja. Leute, ist wieder aufgefallen, dass wir 180 Schabracken mitgenommen haben. Zeig mal, du hast ja die ganzen Schabracken. Nee, sie ist da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganz kurz, Leute, wir haben 14 Schabracken dabei für eine Woche und 3 Pferde. Ich würde sagen, das reicht nicht. Das ist eine Woche aus. Yes, aber wir sind angekommen und wir freuen uns richtig und kommen gleich in unsere Wohnung und die zeige ich euch dann natürlich auch noch. So sieht das hier aus. Hier sind zwei Betten. Einmal hier und einmal hier. Hier ist ein Esstisch, kleiner Fernseher, Schränke, das passt ja. Haben wir hier eine kleine Küchenzeile, Mikrowelle. Und dann geht es hier auch noch in den Raum. Also da ist übrigens der Eingang. Man kommt also quasi eigentlich so rein. Und dann ist hier noch so ein Hochbett. Wir müssen halt irgendwie gucken. Vielleicht werden wir uns eine Matratze einfach da hinlegen, damit keiner irgendwie allein in einem Raum schläft. Und hier ist das Klo. Aber Hella ist gerade auf Klo. Es gibt hier keinen Backofen. Wir machen uns hier jetzt erstmal richtig gesundes Essen. Das ist sehr wichtig für uns. Eine sehr gesunde Ernährung mit 5 Minuten Terrin. Leute, wir sind seit 5 Minuten hier, ohne Scheiß. Und direkt der Salzstreuer oder der Pfeffer fällt da rein. Ich verbrenne mir richtig meine Hand mit diesem heißen Wasser. Alter, das tut immer noch richtig weh. Das ist der Stand der Dinge nach 5 Minuten. Ist schon dead. Alter, Leute. Das tut so weh einfach nur. Ich glaube, ich kriege da solche Brandblasen oder so. Wir werden jetzt noch Essen kaufen gehen. Wir sind jetzt unterwegs. Ganz kurz, Leute, wir haben meinen Roller auch mitgenommen. Lass es lieber alle wissen. Also nicht mit. Krass, dass es den zweimal gibt. Ich dachte, ich hätte ein Sonderstück. Was soll das? Also wir haben hier jetzt schon ein paar Sachen reingetan. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Eier. So ein fettes. Ja, Leute, das wollte ich mir noch. Wir sind jetzt wieder im Auto. Tasia bringt noch eben den Wagen weg. Und dann geht es für uns gleich direkt auch ausreiten zu den Pferden.
Urlaub auspacken. Wir haben ein Eisfach. Also, wir möchten euch übrigens das Eisfach kurz zeigen. Wir dachten, wir hätten keins. Wir dachten, wir hätten kein Eisfach. Aber da ist ja eins. Da, das ist unser Eisfach. Also Leute, von der Treppe können wir direkt hier in den Stall gehen. Da gehen wir jetzt hier rein. Bettina auch Bert. Hallo Barnes. Hallo Barnes. Und Gollum. Hi, mein Schatz. Oh, Süßi. Wir reiten jetzt gerade los. Wir reiten gerade auf. Der Urlaub ist begonnen. Nice. Wir sind jetzt angekommen und oh mein Gott, Leute, es ist so heftig. Überall ist einfach das Freie. Das Freie! Es ist so geil. Oh mein Gott. Es geht einfach bis ins Unendliche. So. Man denkt, es hat einfach kein Ende. Es ist so nice. Wow, Leute. Angekommen und sehr glücklich, dass wir auch angekommen sind, weil wir einfach echt nicht mehr können. Wie lange sind wir jetzt ausgeritten? 3 Stunden. 3 Stunden sind wir ausgeritten, wirklich. Also meine Knie tun auch echt ein bisschen weh. Aber die haben das richtig gut gemacht. Dieser wäscht Bert jetzt nochmal eben ab. Weil er eh komplett nass war, ja. Leute, was mit dem... Den Pferdchen geht es auf jeden Fall gut. Hier ist übrigens Gollum und Hella. Gollum! Baby, hi! Na, ich finde das so süß, dass die hier so rausschauen können. Vorne als auch hinten. Und dein Futter hast du schon aufgegessen? Ja, da hatte ich hier schon alles aufgegessen, ne? Verfressenes Tier. Wir bereiten gerade unser Essen vor. Tatsächlich wollte sie gerade aussehen. Und wir haben hier jetzt Nudeln mit Tomatensauce. Mega nice. Und Guacamole. Das ist halt nur gequetschte Avocado, also keine Guacamole. Mit Brot und das schmeckt richtig gut.